Meine Erinnerungen vom Viertelfinale sind natürlich ganz speziell. Es war sehr ein emotionaler Tag. Wir haben 4-0 gewonnen. Ich konnte einen Doppelpack schnüren. Und es war ein richtig typisches Göpp-Spiel. Der Rückblick auf das Göpp-Viertelfinale war ein typisches Göpp-Spiel. Sehr umkämpft, sehr ein enges Spiel. Lugano, das sehr tief gestanden ist und wir unser Spiel über 90 Minuten durchgezogen haben und positiv haben bestreiten können. Es war ein sehr schwieriges Spiel für uns gegen Sio. Wir konnten den Aufholjagd starten, 2-0 Rückstand aufgeholt und dann in der Verlängerung das Spiel noch gewonnen, zum Glück. Meine Erinnerungen an das Göpp-Viertelfinale gegen Kriens sind sehr gut. Ich habe knapp 2 Minuten vor Schluss entscheidende 2 Schüsse und somit Zürich im Halbfinale.